Wie viel Dividende kannst du aus einem 10.000-Euro-Depot rausholen, ohne zu sehr ins Risiko zu gehen? 100 Euro, 200, 300, vielleicht sogar noch mehr? Und mit welchem jährlichen Dividendenwachstum kannst du denn rechnen? In diesem Video erstelle ich ein Depot, das auf maximale Dividendenrendite getrimmt ist und dennoch ausschließlich solide Dividendenzahler, also Qualitätsaktien, enthält. Los geht's. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe den Aktienfinder. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und wir starten auch schon hier den Aktienfinder. Wichtig an der Stelle, ich gebe keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen ab. Aber ich denke, man kann ja durchaus ganz, ganz viel mitnehmen. So, zunächst mal die groben Rahmenbedingungen. Wenn wir so ein Depot erstellen möchten, dann würde ich sagen, wir holen uns mehr als nur eine Aktie, also wir setzen nicht alles auf eine Karte. Wir wollen gewisse Diversifikation haben. Ich würde sagen, 10 Aktien sollten es schon sein, sodass keine Aktie mehr als, beziehungsweise keine Position mehr als 10% des Depots ausmacht. Dann würde ich noch sagen, wir brauchen ausschließlich Qualitätsaktien, also Aktien von den Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern. Insbesondere Verzicht auf Zykliker. Da ist das Risiko relativ hoch, dass man, wenn man auf hohe Dividenden aus ist, sich Zykliker ins Depot holt und dann kommt der Wirtschaftsabschwung und dann entsprechende Dividendenkürzung. Wir verzichten unter anderem auch auf Hochrisikoländer. Das heißt, ich würde sagen, diesmal kein China, kein Russland. Fokus auf westliche Welt, gerne auch noch Japan, Australien. Aber diese Hochrisikoländer, auch wenn ich persönlich China-Aktien im Depot habe, auf die verzichten wir mal. Also es soll konservativ zugehen. Und wir müssen auch noch gucken, dass wenn wir die 10 Aktien uns raussuchen, dass die aus unterschiedlichen Branchen sind, auch da eine gewisse Diversifikation aufrechterhalten. Und dann übersetzen wir das Ganze mal, gehen wir jetzt konkret in die Aktiensuche rein. Also du siehst, ich halte mich nicht allzu lange mit der grauen Theorie auf. Und wir werden jetzt hier diese Kriterien in den Wachstumsfilter reinklopfen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Was ich auch noch machen möchte, ist, ich möchte keine Mikrocaps haben, also Marktkapitalisierung über 1 Milliarde Euro. Das sind schon mal keine ganz kleinen Unternehmen. Dann wollen wir Qualitätsaktien haben, langfristiges Gewinnwachstum, Stabilität des Gewinns, also wie in den letzten Jahrzehnten sogar, der Gewinn sich entwickelt hat, ist im Zeitverlauf gestiegen, konstant gestiegen, sollte der Fall sein. Das gleiche auch für den operativen Cashflow. Also der tatsächliche Geldfluss, auch das soll gewachsen sein. Dann kommen wir schon zur Dividende. Die Dividende soll ebenfalls stabil gewachsen sein. Nehmen wir die Kennzahl her, die ist der Jahre Dividendensteigerung deutlich überlegen. Weil da fängt es immer wieder von null an, sobald einmal die Dividende zum Beispiel nicht gesteigert, sondern nur konstant gehalten wurde. Wir berücksichtigen die komplette Historie hier. Und dann ganz wichtig natürlich die Dividendenrendite. Da würde ich mal sagen, die soll über 3% liegen. Wir wollen ja ein Depot haben, das auf maximale Dividendenrendite getrimmt ist. Voilà. Und diese Liste dann wird immer, immer kleiner. Und jetzt müssen wir mal gucken, was dann noch dabei rauskommt. Ah, eins fehlt noch. Und zwar wollen wir die Hochrisikoländer ausklammern. Das geht dann hier. Wir machen erstmal alle Länder rein und dann entfernen wir China, Hongkong und am Ende noch Russland. So, und dann haben wir jetzt hier 45 Aktien und das sind jetzt Aktien, wenn wir uns die mal angucken. Hier können wir jetzt auch noch das Ranking entsprechend Dividendenertrag auf Dividendenertrag umstellen und dann sieht man hier gleich, das Ranking geht von 0 bis 100 Punkte, dass wir hier doch relativ, ja, gute Scores haben. Also öfter mal sogar 100 habe ich gesehen. Und hier mal 57, ansonsten hier ist leicht noch unter 70, aber sehr viele ordentliche Scores dabei. Es sind auch relativ viele dieser Aktien übrigens sparplanfähig. Ist kein Zufall. Das zeigt schon, dass es wohl sich hier um relativ beliebte Aktien handelt. Gibt auch gewisse Auszeichnungen. Und was auch noch ganz wichtig ist, natürlich hier die Dividendenrendite liegt immer über 3%. Hier haben wir sogar mal 34%. Wird bestimmt eine Sonderdividende sein oder so. Ah, hier ist dann die Dividendenkürzung. Sehen wir auch alles übrigens. Kann man also ein bisschen runtergehen und dann haben wir auch die Prognosen drin. Kommt vermutlich nicht in unser Depot. Bei 34% sollten allerdings auch die Alarmglocken läuten. Und
Was gibt es noch hier zu sagen? Hier haben wir die Branchen bei meiner ersten Draufsicht. Also gibt es relativ viele REITs. REITs sind ja bekannt dafür, solide und auch oft hohe Dividenden zu bezahlen. Bestätigt sich hier die Regel. Wir haben aber auch andere Branchen, die schön vertreten sind, sodass ich durchaus denke, dass man da ein schönes Depot aus Branchensicht, Diversifikationssicht sich zusammenzimmern kann. Auch hier, was so die Länder angeht, relativ viele USA, aber es sind auch andere Flaggen dabei. Und dann haben wir hier die Marktkapitalisierung und da haben wir viele Unternehmen, wenn ich hier mal so durchscrolle, die deutlich über 10 Milliarden sind, die teilweise sogar habe ich hier in 100 Milliarden drin. Ja, hier zum Beispiel bei Intel. Intel liegt auch drüber, könnte dann also auch reinkommen mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,09%. Und ich habe jetzt schon die Arbeit gemacht und mir ein paar Aktien ausgesucht, um eben dieses Depot zu erstellen. Und das habe ich in einem Merkzettel verewigt. Und das ist das maximale Dividendendepot, so heißt der Merkzettel. Und jetzt siehst du hier gleich, dass dann hier ein paar Häkchen gesetzt reinkommen. Hier zum Beispiel bei Burberry. Und so, jetzt passt das Ganze wieder. Und dann kann ich auch mal hier auf Anwenden drücken und dann siehst du hier die 10 Aktien, die ich ausgesucht habe. Ich mache das Ganze mal noch hier ein bisschen größer. Und wir haben hier die unterschiedlichen Branchen, die Dividendenrenditen. Wir sehen dann auch hier noch die Gewinnentwicklung bzw. die Stabilität, die Wachstumsraten und so weiter. Wenn wir hier uns das Ganze mal angucken, dann sehen wir ein paar der üblichen Verdächtigen und es gibt aber auch vielleicht die ein oder andere Überraschung. Wir haben hier einen üblichen Verdächtigen, das wäre 3M. Was vielleicht überraschend ist, ist Aiko Kogyo, der kleinste Wert hier aus Japan mit 1,4 Milliarden Marktkapitalisierung. Wenn man sich das mal anguckt, kann man aber auch hier schauen, dass es sich dann doch hier um einen soliden Dividendenzahler handelt. Hier die Umsätze, die wachsen relativ schön, die Margen leicht nach unten gegangen, aber wir sehen hier, dass das mit der Gewinnentwicklung durchaus stimmt, ohne jetzt zu arg hier reinzugehen in die Fundamentalanalyse. Man sieht hier im Dividendenturbo auch nochmal, dass man soliden Dividendenzahler hat und unter anderem, dass wir jetzt hier eine Dividendenrendite haben von 3,77%, die im historischen Vergleich durchaus hoch ausfällt. Was machen die, bevor du so eine Aktie kaufst oder nur weil es fundamental gut aussieht? Schau dir das Ganze an. Wir haben ja hier dann entsprechend das alles verlinkt. Und was die machen, hier Product Information, siehst du, die haben so Panel für Häuser, die haben für Wände, die haben hier Klebstoffe, die haben so Tischplatten und das sind alles in Anführungszeichen Hochleistungsmaterialien, die bessere Eigenschaften haben als 0815 Materialien der gleichen Art. Das heißt, das ist ein Unternehmen, was auch sehr viel mit Chemie zu tun hat. Dadurch wird das Ganze dann eben leistungsfähiger, die Materialien. Das ist aber nur ein ganz kleiner Ausflug. Was fällt uns noch hier auf? Also wir haben mehrere REITs. Wir haben Digital Realty Trust beispielsweise, ein REIT für Rechenzentren. Wir haben hier WP Carey, ein REIT, der in Gewerbeimmobilien investiert. Dann haben wir Vonovia. Das ist jetzt kein REIT, aber das ist auch ein Unternehmen, das in Wohnimmobilien allerdings investiert. Das heißt, da ist aus meiner Sicht dann durchaus eine Diversifikation vorhanden. Also das ist kein Risikoklumpen sozusagen, weil es unterschiedliche Arten von Immobilien auch noch in unterschiedlichen Ländern sind. Wir haben dann Burberry, Einzelhandel, Kleidung, Intel, Philip Morris, kennt ja sicherlich jeder von euch. Dann haben wir hier noch eine Bankaktie drin, Unilever kennt wahrscheinlich auch jeder. Und dann hätte ich sie auch schon alle aufgezählt. Und es wird dann jetzt 10 Stück. Und jetzt ist die Frage, wie viel Dividende kriegt man denn aus so einem Depot jetzt tatsächlich raus? Also wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro, wir machen das gleich auch schnell auf 25, 50 und 100.000 Euro, wie viel Dividende kannst du denn, mehr kriegst du dann mit so einem Depot? Ich habe dafür auch schon was vorbereitet und zwar ein wunderschönes Excel-Sheet. Und hier sind die Aktien. Und jetzt könnte dir auffallen, hoppla hopp, es sind ja nicht 10 Aktien, es sind ja gar 11 Aktien. Richtig, als ich nämlich das Video vorbereitet hatte, das hatte ich an dem vorletzten Handelstag gemacht. Wir haben jetzt gerade geschlossen, das ist Wochenende, das sind sogar Ostern, frohe Ostern an der Stelle. Und da war KDDI noch bei über 3% Dividendenrendite und Intel bei unter 3% Dividendenrendite. Also ich zeige das hier mal kurz.
Also bei Intel sieht das Ganze so aus, dass sich die Dividendenrendite jetzt hier gerade ganz kurzfristig mal erhöht hat auf über 3%, 3,09%. Und als ich vor wenigen Tagen das Video vorbereitet hatte, lagen die noch bei unter 3%. Und bei KDDI aus Japan, Telekommunikation, da ist genau das Gegenteil passiert. Also KDDI, die hatten, da muss ich jetzt mal gucken, warum sind die nicht drin? Wegen des Filters, weil über 3%. Wir machen mal den Filter raus und dann sind sie hier drin. Hier siehst du schon 2,97% und da ist jetzt die Dividendenrendite gesunken. Die lag sogar schon mal bei kurzem noch bei über 4%, jetzt bei ja, unter 3%. Aber dann habe ich mir gedacht, gutes Beispiel, dass man auch mal fünfe gerade sein lassen kann. Nehmen wir KDDI trotzdem rein, weil es tut der Diversifikation des Depots auch nochmal gut. Vielleicht ja besser 11 als 10 Werte zu haben. 10 Werte nehme ich als Minimum bei der Diversifikation. So, ist also auch KDDI drin mit den 2,97%. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wollen wir wissen, ja, wie viel Dividende im Brutto können wir denn erwarten dann? Und da habe ich das Ganze hier gemacht, habe das Ganze aufgedröselt. Ach so, eine Geschichte noch. Durchschnittliche Dividendenrendite, guckt man einfach hier und dann schaut in meinen Excel, kommt 3,81% raus. Durchschnittliche Dividendenrendite, Zuwachs der Dividende auf 5 Jahre, haben wir jetzt historisch einfach das genommen, was über die letzten 5 Jahre im Mittel jährlich gesteigert wurde. Die Dividende kommen wir auf wie 6,16%, tragen das Ganze hier ein und dann können wir das Ganze berechnen. Hier der Depotwert mit 10.000 Euro, das ist ja der Teaser gewesen hier oder der Titel des Videos. Wie viel Dividende kannst du erwarten? Und hier ist das Ergebnis: 381 Euro Dividende auf 12 Monatssicht sozusagen mit 10.000 Euro. Und das Schöne ist, jetzt kommt ja noch das Wachstum drauf. Und das wäre das hier, die 6,2%. Und das schreiben wir jetzt einfach mal fort. Das heißt, im zweiten Jahr wären aus 381 430 Euro geworden und so weiter. Und dann im zehnten Jahr fast 700 Euro. Und wenn wir das Ganze mal aufsummieren, das ist wie gesagt alles brutto, dann kommen wir hier auf 5.350 Euro Dividende innerhalb von 10 Jahren. Das heißt, über 50%, also 54% deines eingesetzten Kapitals hättest du brutto schon wieder zurückbekommen durch die Dividendenzahlung. Wenn das alles so passt, wie wir es erhoffen. Und dann gibt es natürlich noch Kursänderungen und dann hoffen wir natürlich, dass auch noch Kursgewinne dabei sind. Und ich denke, das ist tatsächlich so ziemlich das Maximale, was man rausholen kann, ohne zu arg ins Risiko zu gehen. Wir gucken nachher noch kurz, wie man noch mehr rausholen kann, aber ihr werdet dann sehen, dass das mehr Risiko bedeutet. Und wenn man mir jetzt so ein Depot zeigen würde wie hier, wir machen mal kurz wieder den Merkzettel rein. Wenn man jetzt mir so ein Depot zeigen würde, hier habe ich jetzt auch noch gerade die dann angeklickt, und dann würde ich sagen, ja, okay, das ist solide, ja. Du willst hohe Dividenden haben. Und ich gucke mir das an und sage ich, ja, passt soweit, ist in Ordnung. Alles andere, was wir jetzt dann angucken werden, wo wir dann noch die Risikoschraube nach unten drehen, das wären dann wahrscheinlich schon Sachen, wo ich sagen würde, okay, bist du dir das sicher? So, jetzt gehen wir erstmal zurück zu dem Excel. Und hier habe ich dann auch noch einfach für 25.000, 50 und 100.000 Euro einfach mal schnell ausgerechnet. Musst du ja nur hier rüberziehen. Die Formel war ja gleich gemacht. Und das siehst du dann entsprechend, was dann auch rauskommt. Man kann das Ganze natürlich, wenn man mehr Geld hat, auch noch mit mehr Geld machen. Man muss es nicht auf 10.000 Euro limitieren. Ich glaube, das ist soweit klar. Ja, und was sind jetzt die Stellschrauben, um noch mehr Dividende zu bekommen? Ja, zum einen könnte man, da gehen wir einfach quasi die Rahmenbedingungen durch, ja, und verzichten da. Man könnte sagen, ich geb mich mit weniger Aktien zufrieden als 10. Das heißt, ich hole mir hier einfach die zum Beispiel 5 Aktien raus mit der höchsten Dividende. Ja. Das würde natürlich gehen, würde die Dividendenrendite nach oben schrauben. Dann hätten wir hier als Beispiel WP Carey, Philip Morris, Unilever, Vonovia und 3M hätten wir also über 4% im Depot an durchschnittlicher Dividendenrendite. Man könnte auch sagen, wir verzichten ein bisschen auf Qualität im Depot. Wir geben uns auch mit Unternehmen zufrieden, die ihre Gewinne nicht und Cashflows nicht ganz so zuverlässig steigern. Und da hat man natürlich entsprechend größere Auswahl. So, mal gucken, wie viel haben wir denn da? Vorher waren es unter 50, 47, 48 oder sowas. Jetzt sind schon 81. Und dann kann man natürlich auch gucken, ob da noch
Dividendenzahler dabei sind, die ein bisschen höhere Dividendenzahler zahlen, die vorhin rausgeflogen sind. Man könnte natürlich auch sagen, ja, ich habe nichts gegen China. Das heißt, wir investieren auch beispielsweise in chinesische Aktien. Das sind jetzt schon fast 100. Russland ist jetzt auch drin. Ist natürlich auch dann wieder hier dadurch das Risiko erhöht. Und ich glaube, das ist schon so groß. Im Wesentlichen die Stellschrauben sind die, die man dann halt, an denen man dann halt entsprechend drehen kann. Ich würde halt das nicht übertreiben. Ich habe nämlich schon gesagt gehabt, für mich ist das das Depot, was ich euch gezeigt habe, was ich in dem Excel verewigt hatte, auch mit dieser Watchlist, so ein Depot, wo ich noch mitgehen könnte, wenn mir das jemand zeigt. Alles, was dann drüber hinausgeht, vielleicht noch gegebenenfalls eine China-Aktie rein, aber ansonsten alles, was so drüber hinausgeht, wäre ich vermutlich schon dann etwas skeptisch. So, ich würde aber sagen, als Fazit, ich denke, es ist durchaus möglich, ein Dividendendepot aufzubauen, was eine echt von Anfang an eine ordentliche Dividende rauskitzelt, ohne zu sehr ins Risiko zu gehen. Also Fazit wäre, hohe Dividendenrendite bei überschaubarem Risiko. Es ist tatsächlich möglich und es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man nur ein paar grundlegende Regeln beachtet. Die haben wir ja jetzt aufgestellt mit den Rahmenbedingungen und dann entsprechend hier die Aktien selektiert. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Ich wollte einfach mal zeigen, wie viel Dividendenrendite da echt drin ist. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Vielleicht hat der ein oder andere ja tatsächlich auch so ein maximale Dividendendepot. Falls ja, dann sagt mal, wie viel ihr da rauskitzelt aus eurem Depot und ob ihr vielleicht noch andere Stellschrauben habt. Und dann würde ich sagen, frohe Ostern noch. Und bis bald. Ciao.